MDR Sachsen-Anhalt, das Radio wie wir und der SC Magdeburg mit dem Fan-Talk, traditionell nach den Spielen des SC Magdeburg hier in unserer Handballhalle, die heute auf jeden Fall eine Handballhölle war aus verschiedenen Gesichtspunkten. Erstmal muss man sagen, das, was das Publikum heute geleistet hat, war absolut sensationell im Namen des gesamten MDR-Teams, die ja auch arbeiten und ackern, um eine anständige Stimmung aufzubauen. Vielen Dank, das war megamäßig. Ich habe bei Kiel auch ein bisschen Angst in den Gesichtern gelesen. Jetzt ist Fabian van Olfen, der Capitano hier. Fabian, eigentlich ein Talk, der fast nicht zu machen ist, ohne dass man jetzt hier steht. Es war jede Menge Tumulte. Wie ist es jetzt da unten ausgegangen? Habt ihr euch halbwegs jetzt alle wieder beruhigt? Oder deine ersten Worte, kannst du selber wählen, wie du möchtest? Weil es gibt, glaube ich, keine adäquate Frage, die klug ist in diesem Moment. Ne, es schaut sehr bitter gerade. Also, wenn man zu Hause spielt gegen Kiel mit einem verliert, man muss aufpassen, auch Michi, was man sagt gerade. Das hat man mir übrigens eben 100-mal zugeflüstert. Ja, aber trotzdem, ihr weißt wahrscheinlich auch, was ich meine. Aber ich denke, wenn wir haben einen mega Kampf abgeliefert, also wir haben uns richtig... aber ich finde, das musste eigentlich auch nichts Außergewöhnliches sein, das gehört einfach dazu. Jeder Spieltag ein Arsch aufzureißen. Ich denke, wenn man mal bestimmte Bewertungen weglässt, wir haben einfach im Angriff, denke ich, die Möglichkeit gehabt, zum Schluss auch noch den Sack zuzumachen, obwohl wir mit ein, zwei Tore hinten waren und haben uns, denke ich, ja, selber nicht belohnt mit unserer Arbeit in der Abwehr. Das muss man einfach reflektieren auf sich selbst und nicht zu viel andere Schuld zuweisen. Obwohl es schwerfällt. Obwohl das eine oder andere Entscheidung mal auf Feld schwerfällt. Aber man muss sich immer selber den Schuh anziehen und gucken, was man selber besser machen hätte können. Ich meine, du bist ja der Kapitän, du hast ja dann auch einen Blick auf deine Leute. Also Beso hatte ich eben den Eindruck, den sollte man die nächsten drei Stunden auf jeden Fall gar nicht ansprechen. Und so, gibt es da irgendwie dann auch mal so Taktiken oder Tricks, wie man die Leute runterholt, oder ist da jeder mit sich selbst beschäftigt? Na, ich denke, dass das irgendwann halt auch von alleine kommt in der Kabine, wo man ein bisschen zur Ruhe kommt und dann auch sich zurückziehen kann aus der Halle raus und mal mit seinem Mitspieler darüber quatschen kann. Und Ich wollte nur nachfragen, weil du bist Profi, ich bin Amateur. Die neue Regel besagt doch, wenn ein Spieler auf dem Platz liegt und der Arzt kommt und der wird behandelt, dann sind für drei Aktionen ist er gesperrt. Das, was ich gesehen habe, war, ein Spieler lag auf dem Platz und es hat jemand anders entschieden, dass es eine Behandlung geben soll, die es nicht gab, und er war trotzdem dann für die nächsten Aktionen erstmal gesperrt. Das ist doch ein klarer Regelverstoß, oder? Also bei einer sehr schweren Verletzung, da wird halt sofort reingewinkt. Ja, dann wird aber normalerweise wird der Spieler gefragt, brauchst du Hilfe, brauchst du ärztliche Versorgung oder nicht? Ich weiß jetzt nicht, ob das in Musa jetzt gerade der Fall war. Nein. Ja. Dann hat er sich wahrscheinlich dann nur ausgeruht und kurz gewartet, bis wir wieder in der Abwehr standen. Und ich habe das auch nicht verstanden, ich habe das auch nicht alles so mitbekommen. Aber wenn das so ist, wie du sagst, dann ist das nicht korrekt. Aber ich muss auch dazu sagen, Jakob hat dann auch zwei sehr gute Aktionen gehabt am Kreis und hat uns damit auch wieder im Spiel gebracht. Wobei Unruhe natürlich auch dabei drin war. Jetzt ist natürlich das, was ich in meinem kleinen Handball-Fan-Herzen habe, und wahrscheinlich spreche ich da auch für alle, die hier stehen: Glaubst du, dass ihr es hinkriegt, mit der ganzen Energie und den Wünschen von uns, diese Leistung auch als was wirklich Gutes, so absurd wie das klingt, ja, aber als was Gutes zu nehmen, diesen Mannschaftsgeist, den ihr heute hattet? Ihr habt miteinander geredet, ihr habt euch angefeuert, ihr habt schlechte Aktionen einfach positiv versucht abzuklatschen, ihr habt gute Aktionen gefeiert, ihr habt gegenseitig auf Fehler geachtet. Glaubst du, dass das ein Spiel ist, was vielleicht am Ende der Saison Gutes sein könnte für uns, wo wir sagen, das war der Knackpunkt in der Saison? Ja, dann, wenn es dafür gut war, dann würde ich mir das auch wirklich wünschen. Für mich ist das keine Außergewöhnlichkeit, dass man so kämpft wie heute. Ich finde, das muss jeder, das habe ich in der Kabine auch gesagt, Jungs, das einmal die Woche 60 Minuten, ja, mehr ist es nicht. Oder vielleicht mal zweimal die Woche, sich da zusammenzureißen und sich in den Arsch aufzureißen. Es ist ein schlimmes Wort, aber kann man beim Sport schon mal sagen. Ja, aber das muss auch eine Selbstverständlichkeit sein, dass man das macht. Und wenn das, was alles jetzt am Samstag passiert ist und heute, wenn das da gut für wäre, dass wir jetzt auch in Erfolgsspur kommen, dann nehme ich das so hin.
Dann nimm es doch einfach mal als kleinen Pionierauftrag von uns einfach mit hin und sag, hier, guck mal, hier sind die Fans. Guck dir die einzelnen leuchtenden Augen an, die roten Wangen irgendwie, die Energie, die Halsschlagadern, die teilweise noch sehr, sehr dick sind. Und nimm das mit und sag, da oben sind die Leute und sagen, lasst uns was Gutes draus machen. Das ist ja jetzt kontraproduktiv und wir sind über den Punkt hinweg. Wir sind über den Punkt hinweg. So, und jetzt frage ich Sie aber, was ich als Moderator und was Fabian machen sollen. Sprecht da mal darüber. Frag ihn nochmal, das ist das. Ich, das ist ein Jammer, ist ja der Vater fürchterlich, sowas habe ich noch nie erlebt. Noch nie. Ja. Aber überall mit. Ja. Ja. Nimm mal ruhig auf, nimm mal ruhig auf. Ich kann, wenn ich das jetzt zu laut im Mikrofon sage, dann kriege ich 18.000 Euro Strafe und. Was sind denn Sie von Beruf? Können Sie uns 18.000 Euro geben? Dann sagen wir genau das, was Sie sagen, ins Mikrofon. Ich verspreche Ihnen das, wirklich, ich kann es mir nicht leisten. Hinter dieser Wand steht mein Chef, der hat gesagt, mich mal reiß dich zusammen. Und wenn ich das nicht mache, jetzt ist er weg. Der will uns provozieren. Ah nee, jetzt steht mein Chef da, oh scheiße. Also unglaublich. Also, aber ich hab auf jeden Fall ein klopfendes Herz und hoffe, dass das am Wochenende dann gegen die Füchse irgendwie dann halt einfach genauso gut funktioniert, oder? Ja, das hoffe ich auch. Also auch, ich denke, wenn wir diese Einstellung abrufen und dann dazu versuchen, ja, noch einen Tick besser Handball zu spielen, weil letztendlich hast du das Spiel nicht wegen Schiedsrichter verloren. Man hat sowas selbst in der Hand. Ja, man kann selber auch die Schiedsrichterbestimmung bestimmen, durch einfach den Gegner abzustrafen. Und das habe ich heute auch nicht gemacht. Klar gab es ein paar kritische Entscheidungen und manchmal ist es einfach zu einfach, die anderen Leute die Schuld zuzuweisen. Halten wir also fest, die einfachen Dinger reinmachen. Wir haben gesehen, dreimal Holz habe ich, glaube ich, gezählt oder viermal Holz in wichtigen Situationen. Und dann halt auch ein paar Freistehende, die nicht funktioniert haben. Der ein oder andere Siebener mehr kann auch reingehen. Und dann ist es eigentlich egal, was andere Menschen auf der Platte machen. Es ist total gut gewesen, dass du hier warst. Ich danke dir. Ich kann Ihnen nur raten, jetzt die Pressekonferenz sich auch mal anzugucken. Bin gespannt, was da jetzt auch noch passiert. Auf jeden Fall ist das ein Handballspiel, über das eine Weile noch gesprochen werden wird. Vielen, vielen Dank für Ihre Unterstützung auch nochmal. Fabian ist jetzt hier, der sagt auch noch was. Ja, ich möchte mich natürlich auch bedanken für die großartige Unterstützung. Das war sensationell und ich würde mich wünschen, dass es jetzt am Sonntag noch lauter wird. Und nur noch eins abschließend, weil ich weiß, viele Leute gucken sich auch diese Videos mittlerweile an. Es kann nicht sein, dass SCM-Fans hier vorbeikommen und ein Spieler und ein SCM-Unterstützer dafür verantwortlich machen, was die Schiedsrichter falsch gemacht haben. Also das kann ja nur noch gar nicht sein, weil wenn einer gar nichts dafür kann, dann ist es Fabian van Olfen, glaube ich, an dieser Stelle. Deshalb, na klar, soll man noch mal ein Bierchen trinken, aber dann auch mal einfach ein bisschen leiser sein. Das wäre sehr, sehr nett. Vielen, vielen Dank. So, Leute. Füchse-Spiel und ansonsten MDR Sachsen-Anhalt morgen noch und wir hoffen, dass es gut weitergeht in der Saison. Bis denne.